Braun, du bist übel abkacken. Mann, ich bin der Alpha-Gorilla. Leute, jetzt wird's spannend. 3 Mann. Nice Schwanz, Bros und Ladies, willkommen. Heute ist es soweit, ja. Ich wurde herausgefordert und ich bin am Start. Also bei sowas, bei so einer Scheiße bin ich dabei. Ich habe zwar jetzt nicht so den größten Bock drauf, weil ich dachte, wir gehen heute Abend noch in den Saunaclub. Mal gucken, wie es mir danach gehen wird. Aber wir machen jetzt das Schärfe. Nicht Wettessen, sondern wer halt länger durchhält gegen Marc Gebauer. Und ich bin mir zu 99,999% sicher, dass ich der Gewinner des Abends sein werde. Er hat zwar gesagt, der ist morgens schon 2 Millionen Scoville, aber ihr wisst, was ich so mache. Also, ich werde ganz safe der Gewinner des Abends sein. Mal schauen, was die Jungs sagen. Ganz ehrlich, Doron, du bist übel abkacken. Also guck mal, du bist echt ein feiner Berliner und so, aber Marc kann man nicht schlagen. Wie sicher bist du dir? 100%. 100%. 100. Ich dachte, wir sind Freunde. Spaß, du machst den platt. Ja. Ja. Hörst du auf, in hier drin zu furzen? Ich furze nicht. Super, danke dir. Gerne. Was hältst du bitte? Ja. Ja, wir haben uns heute hier eingetroffen, ne, für die Challenge und wir haben schöne Sachen hier vorbereitet. Hat Ron schon mal sowas gegessen? Hm. Noch nie? Das, okay. Ja, das wird auf jeden Fall ein Problem darstellen. Ich wünsche mir natürlich einen sehr starken Gegner, dadurch, dass wir hier auch viel Ware einfach haben, die muss ja aufgegessen werden. Aber spätestens, wenn wir hier zu diesem Pulver hier ankommen und das in hohen Mengen konsumieren werden, dann ist es vorbei. So sieht's aus. Ich bin mal gespannt, wenn du solche Sachen isst, geht dein Gesicht dann auch auf? Bei Nico war es so, dass seine Augen auf einmal rausgekommen sind. Waren die dann so? Mein Gesicht ist aufgegangen. Echt, ja? Der sah gar nicht gut aus. Doch, sah super aus. Ja, also Marc hat gerade eben die Habanero gezeigt, die hier. Ich habe das Ding vor 3 Jahren mal probiert und meinte zu Marc so, ja, easy. Hab abgebissen und dachte, ja, viel Spaß, Ron. Denn es ist das Duell der Giganten. Ich bin's, Marc! Ich bin der Alpha-Gorilla. Es ist unfassbar, dass ich euch, wollt ihr vielleicht kurz selber erzählen, wie es dazu gekommen ist? Naja, also es war mal so ein Tag, da dachte ich mir, was soll ich eigentlich noch machen? Und dann bin ich in den Laden reingegangen, ich habe so eine Chicken Hot Wings gegessen. Dann kam der Kellner noch mit einer schärferen Soße, 2 Millionen Scovilles hatte das. Dann habe ich mir die Soße dann noch auf die Wings gemacht. Dann hatte ich also so summa summarum so 220.000 plus 2 Millionen, so 200 Millionen. Dann habe ich das gegessen und es war eigentlich ganz cool, Alter. Und dann habe ich so gecheckt, ey, vielleicht muss ich mich da irgendwie weiterentwickeln. Dann habe ich halt auch gesagt, wenn mich jemand gerne herausfordern will, dann soll er sich das trauen. Und jetzt ist dieser Kandidat hier, ja, weiß auch nicht. Das ist so geil, wie Marc einfach nur drüber lachen kann. Der weiß ganz genau, was passiert. Was haben wir denn hier alles? Wir fangen jetzt erstmal an mit einer Pepperoni. Wir haben von allen 3. Hiervon können wir sowieso mehr essen, aber so gehen wir dann durch. Wir gehen von den Pepperoni, gehen wir über, was ist die Nummer 2? Ah ja, diese hier. Die zum Beispiel kann ich jetzt gar nicht. Das sind so speziell. Es kann auch sein, dass die jetzt nicht so scharf sind. Ich ganz kurz, nicht. Der erste ist 1 und der zweite ist den restlichen Karton. Nein, das erinnert mich irgendwie, Ron. Also was erinnert dich das? Sieht ein bisschen aus wie ein Dildo. Gut. Also, finde ich auch, Ron, hast du bisher irgendein Statement dazu abzugeben? Er ist heiß drauf, er möchte auch. Diese Fußbälle sehen eigentlich ganz cool aus. Warte. Ich brauche noch ein eisgekühltes Bier. Das waren, wir hatten nur 3. Ey, war echt. Chat, danke fürs dabei sein. Nico, hat mich echt super gefreut. Schwenny, mach's gut. Ey, ich wünsche was in Berlin. Nee, warte, wir haben, glaube ich, drüben noch einen Arsch gewärmt. Oh, das sieht doch hier schon mal besser aus. Lass einfach mal hier stehen, okay? Ich glaube, das entspricht nicht Marc seinen. Ach so. Ja. Stell ich's ein bisschen weiter weg, okay? Wir müssen nur auslosen, wer 2 ist. Schere. Okay. Ja, gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, setzt hier direkt an zum ersten Biss. Essen wir die komplett auf? Klar. Schmeckt dir schon was? Du, ja? Du? Nee, eigentlich nicht.
Oh, jetzt geht's schon los. Ich hatte dieselbe Attitude wie du und das ist genau die richtige, glaubst du. Ja. Warum zitterst du so rum? Ich hab ein bisschen Wurst. Achso, okay. So genau mit dieser Intention bin ich heute an diesen Tisch gekommen. Ja. 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 Ist halt so wie ein Espresso, weißt du, man fühlt sich einfach belebt. Ja. So, das. Ah. Aber ich glaube, das ist gut. Ich glaube, die ist nicht scharf. Nee? Ich glaube nicht. Testen wir, oder? Ja. Ja. Cheers, oder? Wer hat gewonnen? Die neutralisiert das ganze Erlebnis hier, wissen wir? Davon würde ich auch eine essen, tatsächlich. Ist okay, ne? Ja, ist cool. So, gut. Dann würde ich sagen, entspannt. Oh. Wir können weitermachen. Oh Mann, Alter. Oh Mann, ey. Hey, okay. Also das ist wirklich der weirdeste Flex, den ich jemals gesehen habe, Digga. Ron hat gewonnen, damit muss Marc zwei der Jalapenos essen. Die hat ein bisschen fruchtiger geschmeckt, oder? Fruchtiger, ja. Ja? Nee, da ist auch mal klar. Okay. Sehr, sehr lecker, oder? Sehr lecker. Und zwar werden wir jetzt hier auf das Niveau von 50.000 Scoville gehen. Wie haben Sie sich das in Ihren Fantasien ausgemalt? Wie viel Scoville? 50.000. 50.000? Gerade eben waren es 8.000. Ach so, ja, ja. Alles klar. Let's go. Schnack, Schnuck und der Gewinner ist eine und der Verlierer ist 5. Let's go. Von diesen Kollegen hier. Einfach viel Spaß! Einfach ausgetrickst. Okay, raus. Ja, keine Ahnung, als wäre es was. Die schmecken jetzt so würziger. Würziger. Wir setzen nun von 50.000 auf verdammt nochmal 500.000 Scoville. Und zwar mit der Habanero. Ron, hast du dir schon mal eine sogenannte Habanero einverleibt? Früher haben wir mit Speeren gejagt. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Scheiße! Oh! Er muss die beiden essen! Er muss zwei essen! Ja. Oh okay. Mein Gott, Marc! Alter! Oh, okay! Oh, liebe Mann. Leute, ganz entspannend! Boom! Muss man sagen, Respekt! Ja! Respekt! Dron, können wir den Twitch-Richtlinien affin bleiben? Boah, das sieht gar nicht mehr gut aus. Doch, doch, das sieht super aus. Setz dich ruhig hin, Ron. Mach's dir gemütlich. Es freut mich unglaublich, dass du heute hier mit dabei bist. Wie fühlst du dich? Wir machen da, glaube ich, direkt einfach weiter, oder? Scharf, gell? Cut. Nein, Milch? Ich brauch mehr Milch. Nein, Milch. Keine Milch. Bring mir Milch, bring mir Milch. Du brauchst Milch. Bring mir Milch. Auf jeden Fall. Eine Habanero ist schon, man muss wirklich sagen, eine Habanero ist scharf. Aber dir geht's gut, oder? Irgendwas in den Resistor in meine Nase reingegangen, ich hab keine Luft mehr bekommen. Oh shit. Ja. Aber ich habe mal, Digga, die Luft auch gerade nur. Wenn du neben stehst und im engen Raum atmest du schon Schärfe, Digga. Deswegen hab ich's. Aber das würde ich jetzt nicht machen, ne? Das wäre jetzt echt das allerletzte, was wir machen, Digga. Immer Feuer. Ihr fehlt mich wirklich, Digga, dass der so eine Zigarette anzündet, nachdem der dort. Herrlich, alles ist voll entspannt. Entspannt, die hab ich gebraucht.
Hallo. Es geht mir schon gerade besser als vorhin, weil ich hatte eine krasse Panikattacke, weil meine Nase zugemacht hat und ich kaum mehr Luft bekommen habe. Ich habe sehr scharf gegessen, also unfassbar scharf. Was war das? Habanero mit 50.000 Scoville, 2 Stück. 500.000. Und wir haben einen Livestream gemacht. Und das dann eingeatmet ausgesehen. Ja. Marc, war das dein Statement dazu? Ja. Es tut mir sehr leid, ne? Ich hoffe, er erholt sich jetzt. Sieht echt nicht gut aus. So. Aber vielleicht können wir gleich weitermachen. Hast du die Habanero gegessen? Ja, klar. Ah, ja, okay. Achso, dir geht's also gut dabei. Ja, das ist so, wenn man es nicht kennt, weißt du. Ja, also ist wirklich Training hilft. Ja, ja. Aber vielleicht, wir können gleich die nächste Stufe schon noch machen. Nicht? Meinst du? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich hab's überlebt, Leute. Wie geht's dir, Bruder? Alter, so weit bin ich noch nie gekommen in meiner Karriere, dass ich einen Krankenwagen rufen musste. Aber es gibt immer ein erstes Mal wirklich. Ja. Das ist krass, oder? Ich hab's irgendwie eingeatmet und dann habe ich Panik bekommen. Und irgendwie ist meine Nase immer noch sehr zu. Es ist auch eine extreme Schärfe. Es war gerade so, es ist kaum zu glauben, also... Sowas habe ich noch nicht gehabt. Ron in Gefahr. Das war was anderes. War nicht Ron in Gefahr, das war was ganz anderes. Das war verrückt. Das war geisteskrank. Weil das Problem ist, ich habe 2 Stück davon gegessen. Ja. Und du hast dich selber gepusht wie ein Gorilla-Alpha. Und ich habe ein bisschen zu sehr den Alpha-Gorilla gemacht. Dann ist mir ein bisschen in die Nase reingegangen. Und dann kam dieser Moment. Nee, das erste Mal kam die Schärfe auf der Zunge. Ich habe die Milch geäxt, ja. Und ich äxte diese Milch und ich merke, es wird... Problem ist, und ich probiere die drin zu behalten, aber selbst das, nur wenn ich getrunken habe. Ja, ja. Und ich dachte mir, ich kann doch jetzt keine 6 Liter trinken. Und dann dachte ich mir so, was mache ich, wenn dieser Schmerz jetzt über Stunden bleibt? Über Stunden, weißt du? Ich hatte keine Ahnung, was ich dann machen soll. Dann bin ich aufgestanden, wollte es auskotzen, hab's ausgekotzt. Und in dem Prozess ist mir, glaube ich, auch was in die Nase nochmal extra gekommen. Vorher auch schon und ich habe wenig Luft bekommen. Dann habe ich doch zu euch gesagt, Alter, ruf Krankenwagen. Aber wirklich so. Dachte mir so, über die Nase habe ich keine Luft mehr bekommen. Und ich dachte mir, wenn jetzt mein Hals zumacht, ist vorbei, Alter. Wirklich. Ich dachte mir dann, du machst Sachen. Aber als ich Tim gesehen habe, wirklich, als ich Tims Gesicht gesehen habe, da wusste ich schon, okay, irgendwas wird jetzt passieren, dass es mir besser gehen wird. Ey, und dann saß ich hier, und mir ging es ganz kurz nicht mehr gut. Jungs, komm, auf geht's. Ich habe gerade eine Nahtoderfahrung gemacht, aber... Ja, danke.